Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Drehstrom ist unser Thema. Heute wollen wir zum Abschluss einen kleinen Blick in die Leistung machen. Welche Leistung ist mit so einem Drehstromsystem möglich? Nun, wir haben gesagt, wir haben drei Wechselstromsysteme. Wir haben also drei Leistungen, wir haben drei Scheinleistungen und diese drei Scheinleistungen können wir einfach zusammenzählen. Ja? Also das S ist S1 plus S2 plus S3. Ja? Zusammenzählen der Scheinleistungen. Natürlich mit Real- und Imaginärteil. Das bedeutet aber auch, wenn ich das so zusammenzähle, gilt das natürlich auch für die Wirkleistungen und für die Blindleistungen. Ne? Weil es ist ja schon so, ja, dass das ist P1 plus JQ1, das ist das S1, ja. Und dann haben wir plus P2 plus JQ2 plus P3 plus JQ3. Und jetzt, das ist natürlich weiterhin, ja, P1 plus P2 plus P3 plus J, Q1 plus Q2 plus Q3. Das heißt, die gesamte Wirkleistung P ist die Summe P1 plus P2 plus P3 und die gesamte Blindleistung Q ist die Summe aus Q1 plus Q2 plus Q3. Man kann das auch mit Real- und Imaginärteil schreiben. Es kommt immer das Gleiche raus. Okay? Also, wir haben praktisch einfach die Summe aus diesen Leistungen, Einzelleistungen. Ja? Also, wenn das alles gleich ist, sonst dreifache Leistung im Endeffekt. Wenn alles gleich ist, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn alles gleich ist? Dann ist S1, S2 und S3 sind praktisch in Phase, ja, egal wie weit sie verschoben sind, sie gehen in die gleiche Richtung. Ja, und wenn sie in die gleiche Richtung gehen, ja, ich schreibe jetzt bei symmetrischer Last, das ist wichtig, symmetrische Last, gell? Dann kann es algebraisch addieren, gell? Weil dann ist nämlich das S gleich S1 plus S2 plus S3. Okay? Aber nur dann. Ja? Passt, ja? Und das, ich meine, das ist natürlich die Phasenspannung mal den Strom. Und wenn es symmetrische Belastung gibt, es nur einen Strom, das ist der I. Ja, der ist in jeder Phase gleich. Ja, plus Phase mal I plus Phase mal I. Ja, das heißt, das ist 3 U-Phase mal I. Ja, das sind also 3 mal die verkettete Spannung dividiert durch Wurzel 3 mal I. Das ist die Scheinleistung. Da. Ja. Das ist natürlich weiterhin, ne, Wurzel 3 UV mal I. Kann man auch noch vereinfachen. Ja? Na, und der Wirkleistungsanteil P, ja, P ist ja S
mal Cosinus Phi. Und der Q, das ist also Wurzel 3 UVI mal Cosinus Phi und den Rest muss ich halt wieder mit dem Sinus Phi zum Beispiel machen, ja. Also der Q ist S mal Sinus Phi. Und dann kommt auch das raus. Okay? Das ist also die Leistung in einem Drehstromsystem. Einfach die Summe. Ist jetzt kein großes Mysterium. So, Drehstrom. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht erzählen, weil das meiste haben wir ohnehin schon beim Wechselstrom abgeleistet praktisch. Was ist so eine Scheinleistung und so weiter, deswegen kann ich da so schnell drüber gehen. Ja. Falls das jemand nicht weiß, was eine Scheinleistung, eine Wirkleistung oder eine Blindleistung ist, gibt es ein Video über Wechselstrom, da wird das erklärt. Ja, das ist also das Ende des Drehstrom-Serie. Jetzt wissen wir ziemlich viel über Elektrotechnik. Ja? Physikalische Grundlagen, Gleichstrom, irgendwelche Maschenregeln, Knotenregeln, elektrisches Feld, magnetisches Feld, Wechselstrom, Drehstrom, alles schon abgehandelt. Ja, was kommt da noch? Ja? Sicherheit. Okay. Das ist unser nächstes Thema. Was ist? Wie kann ich den elektrischen Betrieb sicher machen? Ich möchte ja keine Todesfalle bauen irgendwo. Das ist ja überall eingebaut. Warum passiert dann trotzdem so wenig? Das schauen wir uns an. Nächste Serie an Video, die ich natürlich wärmstens empfehlen kann. Sicherheit. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.